willkommen in unserem Computer Repair Shop. Wir wollen weiterbauen natürlich. Der erstmalige Laden kann einige Zeit dauern. Das ist noch so ein Gag aus der 90er Computerzeit. Geht natürlich viel schneller. Ich höre schon wieder die Fliegen. Ja, Bild kommt auch, sehr gut. So, tschüss, mach's gut. Hopp. Ich liebe ja diese Gegend. Ach, herrlich. Mein lieber Freund, wenn du, ey, komm nur bei mir vorbei wieder. Mein Baseballschläger wartet schon auf dich. So. Und so rumdümpeln, ne? Weil wir haben ja nicht viel Zeit. Ist hier noch was da oder ist alles gestohlen worden? Ne. Jetzt hat es mit dem Wachmann einstellen können, ne? So, ja, die zwei Problemfelder, die will ich fertig machen, aber jetzt gucken wir gerade, was mit dem ist. Nee, dahin. So. Ich möchte eine Stromversorgung. Das ist gut, das braucht jeder. Ich möchte, dass mein Computer gereinigt wird, das machen wir. Ich möchte diese App Word. Okay, das haben sie richtig ausgeschrieben sogar. Ich habe veraltete Treiber, ja, ja, ja. Das alles kein Problem, das machen wir gerne. Ja. Wenigstens etwas, dass man das nur von einer Seite besprühen muss. Das reicht, die Katze ist auch noch da. So, das war's schon. Ja, Stromversorgung ist 0. Dann kaufen wir eben. Was soll denn da drin überhaupt? Die Anzeigekarte, ja, ist immer witzig. Ja, wer weiß, was da noch kaputt ist. Ich habe natürlich jetzt keine da. Muss ich die wieder kaufen oder was? Ist doch auch doof. Kostet ja jedes Mal Geld. Gibt es hier eigentlich keine? Secondhand Shop oder sowas? Wo war. Ach, Karte, hier. Computerteile. Ja, und dann? Achso, die sind markiert. Ah! Muss überhaupt mal gucken, was so alles. Ah, ja! Hau ich mir die Tür auf die Nase, ey. Da rein oder was? Ne? Ja. Jo, haben wir gefunden. You can buy a blank floppy disk and save the games on it. Sie können eine leere Diskette und Spiele drauf speichern. Das ist so eine unglaublich geile Information. Vielen Dank dafür, aber das brauche ich im Moment nicht. Computergehäuse. Da ist aber nichts drin, oder? Das sind nur Gehäuse. Zum Kaufen, warum? Ja, ist da was drin oder nicht? Vielleicht kann ich ja damit was anfangen irgendwie, ne? Aber ich muss ihn erst kaufen, jetzt darf ich reingucken. Nichts drin, nur Gehäuse. Okay, aus Erfahrung lernt man, ja. Ja, jetzt muss ich den erst. Oh Mann. Ich wollte eine Stromversorgung, ne? Zum Ausschlag der Computer, war ja ganz cool gedacht, aber. Ja, wo stellen wir den jetzt hin? Wo stellen wir den jetzt hin? Irgendwie fehlt mir da noch so eine Regalmöglichkeit. Raus, Mietz. Ja. Die Karte ist ja immer noch aktiviert. Die muss man wieder aktivieren. Ja, und hatte da nichts anderes. Was hat er da? Gebläse. Verkaufsgeräte. Kamera. Was wollen wir denn mit der Kamera? Every day my stocks are replenished. Come back tomorrow. Ja, das ist mir schon klar. Aber kann man da nicht. Verkäufermann ist das. Kann man da nicht irgendwas fragen? Netzteil, komm. Sind das wirklich nur Gehäuse? Nicht so ein Diskettenbox. Warum? Weiß ich noch nicht, warum ich das brauchen soll. Also das kommt vielleicht noch. Wir kriegen es vielleicht noch irgendwie kommuniziert. So. Dann muss ich halt eins kaufen. Ich versuche hier irgendwie günstig an mein Geld zu kommen, ne?
Stromversorgung. Fertig. Genau. Und auf die Post. Und dann gucke ich mir die Problemfelder nochmal an, die zwei. Und genau, dann kriegen wir die auch noch in den Griff. Hast du gesehen, wie das geht? Ja, leg dich schlafen, ne? Wie er sich in die Fötusstellung legt. Wie war das mit drehen? Also QR. Das. So. Boah, voll mit den Zähnen ins Regal gelaufen. Boah, das hat wehgetan. Voll die Kieferleiste. An die Tischleiste, an die Regalleiste gestoßen. So. Wie war das jetzt? F. Da ist jetzt soweit alles drin. Ah, wenn man guckt, ob er überhaupt anläuft. Knistert, geknattert. Das ist wieder eine Raubkopie, wie immer. Wollte er drauf haben. Und veraltete Treiber, die machen wir erstmal richtig. Treiber ist noch alle gut. Machen wir die mal. Ach man, schon wieder falsch. So, ist das dick. Machen wir erstmal die Treiber. Ich meine, die sind jetzt wahrscheinlich, ich meine, alles andere ist ja grün. Egal, wir machen alles auf grün. Fertig, aus. Wie es der Kunde haben will. So. Aktivieren der Produktschlüssel, das ist klar. Also diese App. Machen wir erstmal das drauf. Apps. Word. Das ist sogar ziemlich original, auch das Logo. Ziemlich, ne? Also das haben sie irgendwie rechtelos da drauf gekriegt. Gut, dann hätten wir das auch. Gibt es irgendwie so eine App? Das MSN und so weiter gekommen. Ja. Das sollen wir besser nicht sehen, oder was? Das verstehe ich nicht. Aber was will der mit der veralteten Treibe? Das verstehe ich jetzt nicht gerade. Moment. Ich habe alte Treiber auf meinem Computer, können Sie dies aktualisieren. Das haben wir hier gemacht. Da ist ja nichts mehr. Gerätemanager, alles. Ne, 2 geht nicht. Also, das ist alles gut. Gibt es noch was anderes? Habe ich irgendwas nicht gesehen? CMDX, das ist für die Hex einzugeben. Steam. Müsste doch eigentlich alles fertig sein. Ja, wieder den falschen Knopf gedrückt, so. Ein Flash Drive. So, gehen wir mal zur Post. Aufi, aufi. Hello. War aber, na gut. War wohl nicht so, naja gut.
Jetzt nochmal zu dem Kiste hier, zu der Kiste hier. Und den Zettel nochmal lese. Ich möchte, dass mein Computer, ich möchte Half geben 4 spielen. Dann kannst du mein Computer so, dass es aushört. So, Hälfte 4 brauchte 8200 noch was an Lips brauche, genau. Fahren wir erst nochmal hoch. Die Stumpfbacke hat natürlich auch was falsch gemacht. Ich habe den übertaktet, aber nur nicht mal getestet. Der hat die Werte noch gar nicht angegeben. Und ich schraube da ewig dran rum, aber ja, aus Erfahrung lernt man ja. Was war das nochmal für Passwort? Das war doch, glaube ich, was ist doch, guess this one. This one. Ja, schreiben sollte man auch, guess this one. Nicht korrekt, oder was war das jetzt noch? Gab's hier noch eins? Das mit Pussy-Kram ist doch eigentlich schon vorbei. Ich werde noch wahnsinnig mit dem blöden Escape drücken jedes Mal. Vorsicht, Katze, weil ich den Kopf abgeschlagen. So. Where's this one? Habe ich doch gemacht. Oh. Hochstelltaste ist aktiviert. This. Clock. Erfolgreich übertaktet. So, Benchmark. Jetzt hoffentlich sind wir über die Zielvorgabe herausgekommen, weil ich bin ja nicht weit gekommen. Irgendwie hat es ja fast kaum was gebracht und ich glaube, das Übertakte hat er hier noch gar nicht angegeben. Das ist immer noch nicht viel, oh mein Gott. Overclock. Achso, wir haben hier extrem wieder zurückgefahren. Plus 100 MHz, ich weiß nicht, ob er das macht. Was? Er hat was gemacht. Sind wir jetzt? Benchmark? Na, stabil, 8, na, sind wieder bei 30, 36, 39, okay. Wenn das überhaupt richtig hier angezeigt wird, ich weiß es nicht. Jetzt kommt mir der Sache schon näher. Aber die Hardware habe ich doch eigentlich gut eingerichtet. Da brauche ich doch gar nicht mehr gucken zu gehen. Overclock. Das kostet jedes Mal Geld. Okay. So ein Mist aber auch. Das hat er genommen. Da sind wir so ziemlich an der Grenze jetzt im Moment. Benchmark jetzt nochmal testen. Da muss ich mir die Hardware nochmal angucken. Irgendwie musst du die Kiste hochschrauben können auf 8000 noch was. Ja. 6, 8. Ja, da fehlt jetzt noch gut 1400. Wie sieht es denn aus, hart wie ich mir genommen? Ich muss das Ding mir von der Füße kriegen, mal irgendwann. 650 Watt hat er da drin. Mainboard Extreme. Was gibt's denn da alternativ noch? Mainboard Extreme. Die habe ich doch da aufgeschrieben. Moment.
Ja. Ja, hallo, das ist das Teuerste, was drin ist schon. Nochmal F drücke. Was hat er noch? Ich habe es ja aufgeschrieben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das alles noch so Zasus ZTX. Grafikkarte, die Zasus ZTX. Zasus ZTX. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Sag mal. Irgendwie blicke ich schon nicht mehr durch, was hier aufsteht. Aber gut, Zasus ZTX, gucken wir nochmal rein. Zasus ZTX 55 habe ich drin. Ich kann dem doch nicht so eine. Also ich habe hier kein Geld mehr gleich. Die habe ich drin wahrscheinlich. Die ZTX 55 habe ich schon gesehen, ja. Ich werde es bereuen, ich weiß es jetzt schon. Grafikkarte, HDD. Was haben wir da drin? Die HDD. Zartdisk SSD. Zartdisk SSD. Die habe ich drin. Die ist doch nur Größe oder die Fast. Ich weiß nicht, ob das alles damit alles zusammenhängt. Ich bin mir nicht sicher. Das Böxi mal mit rein. Och Mensch, nimm doch die Ware raus. So. So. Nehmen wir da hin. Ach was, ja. Es werden halt generell sehr wenig Computerteile angeboten und deshalb sieht das so. Schwach aus, ne? Bei Zamazon. So. Gucken wir uns mal jetzt an. Oh. Also doch. Overclocker noch mal probieren. Ja, ja, ja. Was macht das? Ja. Das hat er gemacht. Benchmark. 8200 noch was war das Spiel, ne? 8250, glaube ich. Ich hoffe, ich verdiene an dem Computer was. Also da habe ich ein bisschen mein Zweifel im Moment. Komm, mach hin. 8057. Aha. Wieder ein Auftrag. Was machen wir denn jetzt? Das sieht hier nicht schlecht aus jetzt. Knapp 200 Fehler. Das ist doch geht doch nicht. Ja, was wollte ich gucken? Die RAM, das kann ich mir nicht vorstellen, die CPU. Zintel i7, aber das ist doch schon, glaube ich, die stärkste, was ich drin habe. Zintel i7, gucken wir mal gerade rein. CPU. Ja, das ist schon die stärkste. Mehr geht nicht. Nochmal da reingucken.
Ja. Die Festplatte höchstens noch. Und wir brauchen Geld. Stellen wir gleich mal da draußen hin. Die Festplatte. Ich sehe gerade, ich habe kein Geld. Ich kann nichts. Ach, Mann. Nee, muss mein. Achso, das habe ich schon da draußen hingelegt. Hat der mir das gestohlen? Mein Preisermittler. Was ist mein Gebläse? Ah, da liegt er. Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, der wäre weg. So. Teuer. Standard? Ja, was dann jetzt? 880? Teuer. 870? Teuer. 860? Immer noch. 850. Steuer. Ja, wo bleibt der? Punkt aus. Brauche Geld. Es könnte einer reinkommen, könnte es gerade kaufen. Schon wenn wir hier. Wo ist nochmal? $93 habe ich. Meine Güte, ey. Muss aber auch dieses blöde Computergehäuse kaufen jetzt. Aber wisst ihr was? Das war doch eh Schwachsinn, das Ding zu kaufen. Kann man echt Computer nicht irgendwie. Mit der Baseballschläge runtergefallen. Unmöglich? Hast du eine Ahnung? Preis 300. Der macht immer nur unmöglich. Verkauf Computercase. Nimmt er den Preis nicht an oder was? Wo ist der Baseballschläger hin? Wir gehen gleich wieder schlafen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Nimm mir die Spiele mit dem blöden Schlaf. Wo ist denn mein Baseballschläger? Katz, hast du den? Hä? Aha. Hallo. Ciao. Ich mach die Tür zu. Alles gut. Ein Baseballschläger ist weg. Ich sag bloß, den muss man jetzt abends immer noch neu kaufen. Abgenutzt von vielen Gehirnschlagen. Das gibt's doch nicht. Haben wir dicht? Nee, haben wir nicht. Ich hab Finger im Auge gesehen, wie er mir runtergefallen ist, aber der kann doch nicht ganz weg sein jetzt. Den Baseballschläger gesehen. Läuft der mir wieder eine? Ne, der ist gar nicht mehr da. Ah, hier ist unser Waschbecken. Nice. So. Aber das gibt's doch nicht. Wie kann der dann so der Maße wegrollen? Oder ist er jetzt kaputt gegangen, nur weil er auf dem Boden fallen ist? Der war aus Porzellan oder was? Weißt du was? Was? Haben wir da was rausgeholt? Nee. Alles gut. Der wird jetzt weggeschickt. Nimm halt einen Negativpunkt. Geht mir auf den Keks. 2000. Das hat mich viel Geld gekostet, der blöde Computer. Welcome, Victor. Heißt das jetzt mal kein Geld bekommen oder was? Oder was ist denn das? $103. Oh, hat er mich jetzt in Verlust gebracht. In dem Scheiß überziehen, du. Also, das gibt's doch nicht, ey. Okay. Was war mit dem? Da war da auch wieder irgendwas Komisches. Ich will eine Festplatte. Können Sie mir einen Computer. Ich will eine Festplatte. Können Sie mir meinen Computer übertakten, ja? Mit denen Werte geht vielleicht.
WimRa, ich weiß gar nicht mehr, was hab ich jetzt bis jetzt gemacht. Nehmen wir das Ding mal mit. Jetzt darf ich gerne mit dem Toss and Coin geben. So. Overclock. Was wollte er? Ach, das ist das mit dem Bild umdrehen. Da kam ich noch gar nicht so weit. Das ist ein Virus, glaube ich. War das mit dem Hacker-Viren-Wiki? Virus-Rotator, Einzelheiten. Wie repariert man? Okay, es handelt sich um ein Virus, der dann benutzt, trollt und äußerst lästig ist, möglicherweise die Grafikkarte beschädigt. Indem Sie den Computer einmal ohne Verwendung einer Grafikkarte betreiben. Was ohne Verwendung einer Grafikkarte? Sie haben Ihre Grafikkarte zurückgesetzt. Okay. Ja, da steht sie. Guck mal, da oben. Hallo, da oben. Nein, ach Mann, nein, das gibt's doch nicht. Ich bin hier total wehrlos ohne. Also, scheiß Besen, hau doch mal ab mit dem blöden Besen jetzt so. Wo ist denn mein Baseballschläger? Karte. Wo ist der Baseballschläger-Club? Robo-Shop, Robo-Postamt, Katzenshop, Robo-Kampf. Gibt es auch? Oh. Kinderzimmer. Backroom, hinter uns. Oh Mann, ey, was ist dann? Ja, was soll ich jetzt hier? Ich sehe hier gar nichts. Wo krieg ich schon einen Baseballschläger wieder her? Das gibt's doch gar nicht. Ist der wieder da, wenn ich schlafen gegangen bin? Ich guck doch nicht zu, wie der Spacko mir die Computerteile klaut hier. Die Kundeaufträge. Und der Kunde hat mir aufgekraut jetzt in dem Moment. Oh Mann. Sehen, wie kann der dann verschwinde? Und das Regalrolle wäre alles möglich. Wenn ich jetzt einmal schlafen gegangen bin und der ist dann wieder da, dann weiß ich. Ach, das ist doch. Ausschalte. Ja, GPU, let's go. Nicht da drauf stelle, meine Güte. Jetzt muss ich schlafen gehen. Dahin. Nein, doch dahinter. Weltenbeck. Oh, der will noch Geld. Bitte sei wieder da. Hast du einen Baseballschläger? Nein.
Los, aufnehmen. Nee, ist nicht da. Die mache also ernst. Wo kriege ich den dann her, bitte? Ich brauche den, ich muss mich verteidigen. Ich kann den doch nicht so lassen. Da hat er gestanden, der Muskelmann. Bei dem Baseballschläge. Also beim Internetcafé konnte man die wenigstens nachkaufen, ne? Baseballschläge. Ey, das Bild springt auf einmal weg, das gibt's gar nicht. Das ist der Mute-Shop. Have a nice day. Hat die Aki? Nee, hat sie keine. Da läuft er wieder rum. Diese Sau. Katze, du gehst mir schon auf die Keks, ne? Ich meine, immer niedlich, wenn ich immer Katze mit einbinde, aber ich kann sie gerade nicht gebrauchen. Da, ich weg damit. Da stehen Aufträge rum und ich komme nicht weiter jetzt. So, was war denn da jetzt? Grafikkarte ist draußen und dann? GPU not found. Aber was war jetzt die Message dabei? Virenwiki Rotator. Indem sie den Computer einmal ohne Verwendung einer Grafikkarte betreiben. So haben sie haben ihre Grafikkarte zurückgesetzt. Achso, das ist wahrscheinlich dann geschehen schon, okay? Wie mache ich den jetzt aus? Keusche sind der Ruptus, machen wir es halt eben so. Das haben wir schon gescannt, das weiß ich noch. Ob es jetzt immer noch kommt und dann müssen wir erstmal an dem arbeiten. So. Das funktioniert, das haben wir. Ansonsten wünsche ich noch weitere Wünsche. Ich will eine Festplatte. Haben wir die jetzt geholt oder nicht? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Immer drücke ich den falschen Knopf, ey, das gibt's doch nicht. Ja, komm, kauf das. Okay, danke. Ich bringe auch noch einen Auftrag. Ich werde zugeschüttet mit Computer für Aufträge und. Boah, und ich bin. Oh, was mache ich dann, blöd Mann? Oh, ich bin so schlecht an dem Computerreparat. Oh. Dominik, wenn du zuschaust, wenn du repariert haben musst, nicht zu mir. Ganz weit weg von mir am besten. Oh, Mann. Aber das mit dem Bildumträgen ist bis jetzt nicht mehr gekommen, ne? Ich wollte gucken. Festplatte ist wohl drin, ja, komm. Computer übertakten, das probieren wir jetzt. Ich muss das gerade mal notieren. Er will 0,24. Genau, haben wir ja aufgeschrieben schon. So, dann machen wir das. Overclock. Also die CPU. 0,24 50, das wären dann bis 70 hier, ne? Ist das richtig? Das ist aber viel. 70 haben wir und Megahertz 92. Och Mann! Mindestens 92, was? Megahertz mindestens 92, das will er haben.
560. Fehlgeschlagen. Das kostet jetzt mich wieder Geld. Ach. Das hat funktioniert. Ob es dem Kundewunsch entspricht, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch hier ein bisschen echt am reinfriemeln, wie das hier läuft, ne? Die Wimra haben wir schon drauf. Tosse Coin Simulator spielen kannst du mal wieder so einstellen, dass er für das Spiel erfüllt. Nö. Kann ich nicht. Tosse Coin. Wo war das noch? Da muss ich mal überlegen. Hacker-Wiki, Computer-Wiki. Ne, das ist ne, das sind Fehlermeldungen. Wie war denn das noch? Achso, das war hier. Ah, Mann. Game-Wiki, da. Oh, das ist aber schnell. Tosse Coin. Hier, Tosse Coin Simulator. 6233. Dann benchmarken wir das Computer schon mal. Ist nicht so viel. Ist nicht so viel. Können wir erstmal hier noch mal so mal auf 100 zu geben. Aber 48% Erfolgsrate, das wird jetzt schwierig. Tja. Ja, da geht's los, so geht's los. Benchmark. Nein, Quatsch. Wieder. Dann machen wir mal schnell aus. Kommen wir hier raus. Was hat denn da drin? Zasus ZX 20 Stunden. Hat schon gut drin. Mainboard. Mainboard. 7x47 Deluxe. Das gibt's hier gar nicht. X47 Deluxe Mainboard. Plus 1 hat er oben eine Bewertung. Okay. Das sieht man schon. Das sieht man doch schon. Ich bin viel zu ehrlich, ich kaufe alles, ich blöd Mann. Baseballschläger, was mach ich? Hoffentlich kommt der wieder. Das war ein dunkles Loch, das man hier nicht sieht. Steht er da draußen? Ich habe gerade beim Mainboard geguckt, ich blöd Mann, deshalb. Sind die drei. Ja, gut.
Allein das hat trotzdem was gebracht. Das haben wir weit überzogen jetzt, gut. Ja gut. Da kann er nicht böse sein. So, etwas rein. Treibe. Ich habe Flaschfalle. Okay, gucken wir dann mal nach. Nehmen wir die auch nochmal. Ich glaube, dann müssen wir doch an dem alles haben. Ich hoffe, der bringt Geld. Mein Gott, das gibt's doch nicht. So schwierig ist das Spiel auch schon wieder nicht. Ich muss nur mal gucken, wie das mit dem Hacke geht. Ne? Ich kann mich ja irgendwie einhacken in diese Systeme. Oder ein Virus infizieren da drauf irgendwo platzieren. Womit ich dann Geld verdienen kann sogar noch. Da müssen wir mal gucken, wie das geht. Das haben wir gemacht. Ich will eine Festplatte, das ist wohl drin. Wenn sie meinen Computer übertakten, haben wir gemacht. Ich möchte sie WinRAR, haben wir auch. Das ist ein Coin, das geht. Veraltete Treiber, das haben wir auch. So, jetzt machen wir ihn erstmal aus. Aus die Maus. So, und dann. Festplatte haben wir drin. Die haben wir reingemacht. Oh. Mein Stick. Den lassen wir da. So. Ist geschnürt. Warum springt das jetzt das Geld? Hi. Jawohl. Jetzt haben wir wieder Geld. Baseballschläge. Weißt du, wo es Baseball. Warum, wie breitbeinig die geht? Zu viel Geritte, ne? So. $10 kommen. Das ist echt übel mit den Baseballschlägen. Mein Gott, ey. Ich bin fest davon überzeugt, irgendwo kriegt man wieder eine, aber ich weiß nicht wo. So, machen wir das zum Verkauf. Das mit dem Verkauf finde ich echt cool. Wenn man das Gerät findet. Da hab's hingelegt. Fast gratis. Ne, das denke ich mir. 500. Unmöglich. 200. Teuer. Wow. Standard. $180, so bleibt's. So. Mit dem Verkauf kann man gut was verdienen. So. Der kam zuerst. Der Computer funktioniert nicht, ansonsten habe ich noch weitere Wünsche. Ja, ich möchte, dass mein Computer gereinigt wird, kein Problem. Ich möchte Haro spielen, kannst du dein Computer so einstellen? Oh, das nervt mit dem so einstellen, dass er das spielt haben. Ich habe veraltete Treiber, ist nicht original. Okay. Okay, wie mache ich das dann überhaupt? Wie könnte ich das? Kann man überlegen. Ich mache jetzt einen Screenshot davon. So, dann können wir nicht weiterspielen, oder? Können wir? Oder können wir nicht? Wo ist es? Da. So, ja, genau. Also, dann. Machen wir den erstmal sauber.
So, jetzt ist das Problem, dass er nicht funktioniert. Dann gucken wir erstmal, was da los ist. Bups, das war wohl das Netzteil. Das böse, böse Netzteil. Das müssen wir so hinkriegen. Fehlerhafte Sektoren. Das kenne ich eigentlich nur von Software, von der Hardware kenne ich es nicht. Die 97, okay, okay. Das fixen wir schnell. Dann, was haben wir hier eigentlich? Gibt es hier irgendwas? Nee. Könnte man Baseballschläger herkriegen. Ich weiß nicht, wenn ich hier die Straße sehe, dann kriege ich irgendwie Lust auf chinesisch Essen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist aber schade, weil heute esse ich Spießbraten. Und schöne Spießbraten mache ich mir selber. Ja, ja. Den Gegenstand, den konnte ich auch werfen. Nee. So, ich will hier keine Katze werfen. So, nochmal durch, das war hier bei 97, sind wir hier fast durch. Wissen dies bald, ne? Manches muss ich mit Esk beenden, manches so. Oh Mann, ist das wieder nervig. So. Das heißt aber noch gar nichts. Vielleicht ist das nächste Auto kaputt. Jo. Na klar. Ich schon wieder. Oh, ich reiß mir gleich die S-Taste ab hier. Ich hab's schon wieder vergessen. Was war das noch? Computer-Wiki. Da ist es. Mainboard. Das Mainboardchen. Geht nur daneben. Dann scannen wir den Start. Hier 26. Das dauert halt immer lang, ja. Aber müssen wir machen. Ich bleibe hier nicht sitzen. Ich muss immer beobachten, ob der kommt. Ich meine, was soll ich machen, wenn der jetzt reinkommt? Nickes. Ne, ich habe hier nichts. Ich kann in die Computerhäuser gehen, Kopfwerfer. Kann man das Gehäuse nicht verkaufen? Und dahin stelle, ob das da vielleicht noch ist. Glaube ich nicht. War doch eh ein blöder Fehlkauf. So. Unmöglich. 2. 0. Fast gratis. 1. Was? Ich habe 100 bezahlt, also hallo? Der bringt nichts. Was mache ich mit dem Ding? Lassen wir ihn stehlen, ist egal. So. Sieht gut aus. Gut, sehr gut, das gefällt mir schon mal. Ist das eigentlich ein Postmensch, der man das immer bringt?
uns hier hinstellen erstmal. Okay, hochgefahren sind wir schon mal. Passwort hat er mir keins gegeben, sehe ich gerade. Und gehe wieder raus, weil das Stick wird vergessen. Ey, warte mal. Mal ein bisschen Platz mache ich hier. So, Passwort kriege. Hey 01, okay. Hey 01. Was war das? Ah ja, genau. Turn off. Ja, und wieder. Wir können die trotzdem mal kurz scannen. Was ich aber nicht glaube, aber trotzdem machen wir es mal. Ist das eigentlich wirklich so? Grafikkarte rausholen und dann ohne Grafikkarte starten? Um die Grafikkarte zurückzusetzen komplett? Die ist auch in Ordnung übrigens, ja. Sehr gut. Kann man das wirklich so machen? Oh, ist schon wieder der mit seinem Pencopter, der Blöde. Meine Güte, ey, alle 6 Stunden. Was soll denn? Wer hat denn so einen Scheiß für den? Es ist ausgedacht. Was, was? Oh Gott. So, wir sparen wieder. Habt ihr es gesehen rechts unten? Anstelle speichern, sparen. Mensch, wo kriege ich denn? Wo kann ich den Baseballschläger herbekommen? So, die haben wir eingebaut noch, ja. Gucken wir mal. Fehler meldet, das ist nur sein Hintergrundbild, ne? Also, by the way. Oha. Aber es ist nicht in seinem Keller. Oh je. Ne? Zweimal dasselbe? Das ist ein bisschen der Grund. Text hier. Das ist gut. Don't oben. Text hier. Ja, gut, keine Ahnung. Also, er möchte sein Betriebssystem. Machen wir erstmal das Betriebssystem, genau. Setzen wir es mal ein bisschen runter. In der Taste. Das war Key-Generator, oder? So, dann schreiben wir jetzt die X. Hingekriegt wieder mal. So. Betreiber hatte mir auch. Das ist der vorletzte dann. Und dann müssen wir nur noch. Ich möchte Haro spielen. Okay. Dann wir schon mal gucken. Game Wiki Haro. Was er da braucht.
das geht nicht. Das ist so, das ist kein mehr Multifunktionsfenster. Haro. 4923. Okay. Schreibe ich mir gerade mal auf. Das ist nicht so viel eigentlich. Muss es sein, Minimum. Übrigens der Benchmark-Test, den habe ich ja auch bei mir gemacht. Der liegt bei, ich glaube, 12, knapp 13, oder war es 14? Ich weiß es nicht mehr. 14.000 oder sowas. Oder war es mehr? Ich habe es schon wieder vergessen. Aber das war ziemlich, ziemlich gut, ziemlich hoch. Da kann ich zufrieden sein. So, das haben wir auch gemacht. Benchmark-Teste. Und der ist aber gut. Frames liegen so bei 39 oft. Mal gucken, was er sagt. Hat er doch. Ich möchte Haro spielen. Kannst du meinen Computer so einstellen, dass er das Spiel ausführt? Brauchen wir doch nicht. Hat er doch. Tschüss, würde ich sagen. Ja, unser Stick raus. Wo ist die Tür schon wieder offen? Da war bestimmt der andere Typ schon wieder da. Good afternoon. Ja, jetzt kommt Kohle, Schotter rein. Tür zu, Mensch. Wo ist bloß der... Oh Mann, ey. Ich habe immer noch Hoffnung, dass er plötzlich wieder irgendwo rumfliegt. Ich kann in der Dunkelecke einfach nichts sehen da ohne. Verstehe ich nicht. Der ist mir nur runtergerollt, wie ich hier rumgehantiert habe und seitdem ist er weg. Ein bisschen Platz machen. So. Lässt sich ein Einsatz. Oh, das sieht nach einem guten Job aus. Wieder vergessen. Grafikkarte. Genau, nimm mit. Komisch Computer, ne? Der ist beleuchtet und der läuft sogar noch. 73. Dann fixen wir die 73 und machen die wieder flott. Und vielleicht ist dann auch wieder die 73. Schon wieder bald on top. So. Gut, dass wir einen Besen haben, ne? Irgendwie braucht man den gar nicht. Das erste Spiel, wo die Leute reinkommen und keine Kacke an den Füßen habe. Habe ich noch nicht irgendwas gesehen? Katzenshop? Katzenshop? Sind wir hier? 9 Meter? 8 Meter? Hä? Kommen wir nicht hin. Nee. Gibt es hier noch ein Open oder sowas? Nein. Nee.
nice to my robots. Gerne, aber etwas später. Ihr habt kein Geld. Ich glaube, die hilft mir noch. Also wenn wir... Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal so eine Roboter-Dame holen. Das hat vielleicht einen Grund. Hat vielleicht einen Grund, ne? Dass sie uns vielleicht irgendwie hilft. Ja, na klar, das war doch klar. Das ist Mainboard, ist das richtig? Ich glaube ja. Die 28. Ich muss gerade ein bisschen Platz machen hier am Tisch. Die ganze Bierdose wegräumen. So, die Roboterfrau, man weiß, ob die nicht hier mir irgendwo hilfreich ist beim Verkauf vorne oder sowas. Vielleicht sogar beim Reparieren, wer weiß, ja. Wie viel Geld haben wir jetzt? Hol mir eine. Kostet nur 350. Das verschlägt sie auch die Einbrecher. Come on, hurry up. Jetzt? Ach, die muss ich auch noch tragen. Jetzt bereue ich es schon wieder mit $300. Ich muss sie tragen. Ich dachte, die läuft mir jetzt hinterher. Ey. Robo-Mädchen, ja, und jetzt? Rumdrehen. Wow, jetzt sag nur, ich habe die jetzt nur dahingestellt und das war's. Oh, ich, naja. Aber was soll ich machen, wenn da sowas angeboten wird, ne? Kann ja sein, dass was Interessantes dabei rumkommt. Lauf durch. Eigentlich ist das ja nur ein kleiner Auftrag. Und sieht auch gut aus. Einschalten, bitte helfen Sie. Das haben wir getan. Treiber sehen gut aus. Ist auch eine Raubkopie, aber das ist ja, wer hat hier schon eine. Schnell doch. Abkassieren. Macht Platz. Gute. So. Ne? Haben wir doch erfolgreich gearbeitet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Danke. Ciao.